Kid for my wins, I need my ends. This life is real, and they pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. Kid for my wins, I need my ends. This life is real. Was geht ab, Leute? Neues Video. Es regnet draußen leider wie aus Eimern, aber das ist natürlich jetzt die perfekte Möglichkeit, um wieder eine weitere Episode von eure Fails abzudrehen. Und ich reagiere wieder auf die Fails, die ihr mir bzw. dem Tarn eingesendet habt. Und ja, dann losen wir am Ende auch noch aus, wer von der letzten Episode noch die neue Red Gang Brille gewonnen hat. Und ihr könnt natürlich wieder was gewinnen, und zwar sind sie jetzt endlich wirklich verfügbar. Es hat lange gedauert. Aber die roten Camo-Jerseys sind endlich im Shop erhältlich, könnt ihr abchecken. Außerdem noch ein paar andere Sachen. Wir haben zum ersten Mal Trucker-Heads im Shop ganz dezent mit dem Red Gang-Logo gehalten in Navy-Blau. Brandneue Handschuhe, die muss ich euch zeigen. Da komme ich jetzt nicht drum rum, einen Moment. Und zwar sehen die Handschuhe so aus. Ein bisschen was Bunteres, ich wollte mal ein bisschen was Sommerliches machen als das letzte Mal. Sonst hätte ich immer alles sehr schwarz-weiß gehalten. So sehen die guten Stücke diesmal aus. Mit dem RideLife-Logo auf der Innenseite, also checkt es ab. Ich bin dankbar für jeden von euch, der mich da auf diese Art und Weise unterstützt. Shop-Link unten in der Beschreibung. Und der Gewinner in den Kommentaren in diesem Video gewinnt dann einmal das Jersey und die Handschuhe. Ihr könnt wieder in den Kommentaren abstimmen, welches euer Favoritenvideo war. Bis jetzt können wir auch noch oben voten. Allerdings schaltet YouTube diese Funktion innerhalb der nächsten paar Tage ab. Leider, deswegen ab jetzt oder ab dem nächsten Video dann nur noch in den Kommentaren voten, aber da könnt ihr dann ja auch natürlich dann immer die Goodies gewinnen. Viel Glück dabei, Brille verlosen wir am Ende. Ich würde sagen, wir steigen einfach jetzt direkt ein. Erster Clip, POV Downhill im Wald, let's go. Bach, Scheiße. Ich dachte erst, er selber stürzt, aber es ist sein Kollege, der von ihm quasi um die Ecke kommt. Bach, Scheiße. Steht aber direkt wieder auf, also sieht alles okay aus. Trailbike im Skatepark. Übers Vorderrad hier rüber. Bleibt auch ein bisschen mit dem Knie am Vorderrad hängen, sieht man direkt. Aber ich habe massivsten Respekt vor so richtig krassen Trail-Manövern, denn es ist halt jedes Mal viel Übung und man kommt gar nicht drum rum, außer quasi vorher andauernd hinzufallen, bevor man irgendwas Neues richtig gut kann. So. POV im Train hier. Den Trail im Wald runter. Und er fährt natürlich direkt rein und kann natürlich auch nicht weiterfahren. Legt sich auch noch auf die Seite. Ich glaube nochmal der Gleichtrack, kann das sein? Ja, Perspektive des Vordermanns. Immer noch der gleiche Track wahrscheinlich. Und wieder auf die Seite. Alter. Motocross im Winter auf Schnee, das kann nicht gut gehen. Schöne Donuts. Das war doch absehbar, oder? Skaten ohne Skateboard auf einer nassen Rampe. Kann auch nicht gut gehen. Sag mal, ist die Lache von Toni? Hört sich an wie Toni Baude. Boah! Okay, man hat schon kommen sehen, was passiert. Aber wie das dann scheppert, also der Sprung ist recht klein. Er nosecased quasi mit dem Vorderrad wieder gegen die Landung, wie das halt in diesen Fail-Videos so oft passiert. Aber dann macht er halt einen Körper anderes Level. Das kam unerwartet. Also ich glaube, da kommt man um eine Gehirnerschütterung nicht mehr drum rum. Oh, auch ganz unangenehm. Er landet wirklich fast 90 Grad so, rollt dann noch aus und dann bleibt er aber in dieser Brücke hängen, in dem Geländer. Table Line. Ah, das ist der gleiche Clip in POV. Okay. Aber auch gut abgebremst. Er richtig schnell unterwegs, dann auf dem Vorderrad und dann. Zack. Auf Null. Puh. Ui, ja. Da geht's einmal neben die Landung. Zwar noch oben drauf. Oh nee, ich sehe schon, was als nächstes kommt. Ich will es gar nicht sehen. Also, landet den Dreier oben genau auf dem Top, fliegt dann seitlich runter, verhakt sich blöd, fliegt so seitlich auf die Schulter und dann Schlüsselbein gebrochen. Er blendet das Bild ein.
Ja, das ist immer, wenn man so seitlich hier irgendwie Druck auf die Schulter kriegt. Meistens gibt es zwei Möglichkeiten, wenn irgendwas nachgibt, ist es entweder das Schlüsselbein oder das Schultereckgelenk. Ja, ich hoffe, dass es schon verheilt ist, ansonsten gute Besserung an dich an dieser Stelle. Toi, toi, toi. Manual Action on the Streets. Alter. Die Slow-Mo macht es nicht gerade angenehmer, das zu gucken, wie er da am Tumblen ist und am Stolpern. Der Fuß knickt auch noch einmal richtig gut weg. Er ist einfach mit dem Kopf in der Pfütze gelandet. Geil. Also, ich werde sie schadenfroh klingen, aber ist schon ein bisschen lustig. Boah. Boah, der ist unangenehm auf ganz vielen verschiedenen Levels, Alter. Also er ist wieder komplett Nosedive, Standardthema, hatten wir jetzt schon andauernd. Springt dann aber ab, versucht über den Lenker zu kommen, bleibt aber dann noch am Lenker mit dem Fuß hängen, erst. Kann sich dann erst fast in die Landung retten zu Fuß, aber Landung ist natürlich viel zu steil und viel zu viel Schwung, geht natürlich dann vorne rüber. Macht dann noch einen guten Skorpion unten auf dem Boden. Und bleibt dann liegen. Aber nicht regungslos, also immerhin. Okay, ich wusste jetzt nicht, wo der Crash kommt, ob beim ersten oder beim zweiten, aber der erste kommt noch gut rüber. Wobei, der erste sah auch schon sketchy aus, also ich bin mir nicht sicher, ob der erste nicht auch schon auf die Seite gegangen ist. Der zweite dann komplett wieder. Also man hat dieses Problem, sieht man ja echt, jedes zweite Video ist halt dieses Nosedive-Thema, ne? Und Leute, diese Clips, ne, die haben mir jetzt schon jedes Mal bei fast jedem Video hat mir diese Musik einen Copyright-Claim beschert. Deswegen musste ich die mal ganz kurz schneiden. Alles gut. Auch geil. Hier auch wieder immer noch das gleiche Thema. Wieder zu Nosedive über die Rampe, weil nicht richtig abgezogen. Der Junge landet aber noch nicht mal richtig. Und sein Kollege fragt schon, ob alles gut ist. Alles gut. Lass ihn nur erstmal zu Ende crashen. Da wird einfach gesendet, ohne Rücksicht auf Verluste. Boah, und dann schön so, da ist ja noch so eine Erdkante, die man sieht. Und da bleibt richtig schön mit dem Lenker so drin hängen, ja. Ahui. Okay, für manche Features muss man einfach eine gewisse Geschwindigkeit drauf haben. Und er war einfach zu langsam hier. Ah! Okay, da war erstmal der Schockmoment da, er schreit erstmal, muss ein paar Mal durchatmen, aber seine Freunde haben es nicht gecheckt, dass er gestürzt ist und deswegen steigt er wieder auf und fährt ganz schnell hinterher. Auch geil, er landet einfach viel zu weit rechts und dann geht's wieder ab ins Grab. Ich glaube, den hatten wir letztes Mal schon, den Crash, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht genau, welche Crashes, also ich weiß, welche wir schon mal hatten. Aber da Lukas das ja auch macht und dieser Mo, ich schaff's nicht, alle Videos von denen zu gucken, um das alles abzugleichen. Und ich habe das am Anfang versucht, dass ich mir die Videos vorher angeguckt habe und dann geguckt habe, dass ich solche Sachen dann nicht mit reinnehme, falls sie doppelt vorkommen. Aber ich schaff das zeitlich meist nicht. Oh, der ist auch gut. Frontal, ohne zu bremsen, keine Kontrolle mehr, einfach gegen den Baum gehen gescheppert. Okay, Leute, ihr müsst aufhören, dieses Meme zu benutzen. Also es war lustig am Anfang, es ist auch immer noch lustig, aber wir brauchen was Neues. Wir brauchen was Neues. Lasst euch was einfallen. Seid mal kreativ. Ganz unangenehm. Ist das der... Moment mal. Könnte sogar Leopolds Höhe sein. Ich weiß es nicht. Schaut es mal in die Kommentare. Der Racetrack, da waren wir auch neulich. Der ist richtig geil, aber ja, das könnte der sein. Der Boden, auf dem er landet, ist verdammt unangenehm, darauf zu stürzen. Darauf hast du halt die größten Schürfwunden danach, also gute Besserung, ja. Er geht erstmal vom Fahrrad weg. Okay, auch gut. Also er bremst dann mit dem Vorderrad am Hang ab und rutscht dann schon vor dem Drop einfach weg. Und fällt dann ohne Fahrrad den Drop runter. Zum Glück kein hoher Drop, aber er taumelt ganz schön weit. Pedal hier an, Vollgas. Och nö, hat er versucht so eine Transfer zu machen wohl.
in so eine andere Landung rein, aber springt mit dem Vorderrad gegen diese Landung gegen und macht auch einmal schönen Skorpion. Leben ohne Risiko, ohne Fangfangräder und Leben lot. Sehr viel Arm ist das Leben ohne Risiko. Boah! Okay, er hat vorher noch die Daten dazu hingeschrieben. Neuer Sprung, 7 Meter. 7 Meter ist schon eine gute Distanz. Gerade so mit dem Vorderrad auf die sehr kurze Landung. Gerade so drauf, aber die Landung auch sehr weich. Er sackt komplett mit dem Vorderrad ein und dann geht's vorne rüber. Fliegt leider dann komplett aus dem Bild. Man sieht nicht, wie er crasht, aber gutes Ding auf jeden Fall. Darf ich noch abfangen? Oh, ich glaube, er wollte dann Whip machen, so. Also, ich steck doch einmal gut auf den Kopf, ey. Aber steht wieder auf. Pedal hier an. Alter! Okay. Zieht ab. Verliert aber sofort das Vorderrad, geht sofort nach unten und dann. Oh, fliegt ja auch ein bisschen aus dem Bild, leider. Man kann es nicht ganz erkennen, aber es sieht auf jeden Fall auch böse aus. Ne? Diese Nosedive-Geschichte will einfach nicht aufhören. Also ich glaube, mindestens 50% aller Crashes sind wirklich POV in Winterberg. Ja, endlich mal ein Park, den ich selber kenne. Freeride-Strecke. Ah, da ist man gut schnell in den Kurven. Ja, ist schon oben auf der Kante. Will er natürlich sich saven und wegziehen. Zieht dann sehr weit runter und das ist dann wahrscheinlich auch schon zu spät. Vorderrad kommt gerade noch so durch so ein Loch, aber da ist sowieso schon vorbei. Ne, da war schon zu spät. Den Park kenne ich auch, Rheinpark in, wo ist das, Duisburg. Oh. Aber Respekt für Breakless Tail Whips. Oh, einmal auf Rücken, Steißbein und Ellenbogen. Überall, wo es weh tut. Oha. Ich versuche gerade auch zu identifizieren, wo das ist. Komplett Hinterrad über die Wurzel weggeschossen. Nose Manual. Bam! In den Boden rein. Finde ich recht amüsant. Wheelie im Garten und dann einfach nur den Seestern. Also der Blick ist auch Hammer. Geiles Ding. Einfach liegen. Erstmal vorsichtshalber nicht mehr aufstehen. Erstmal entspannen. Boah. Alter, das ist ein übles Ding. Ist leider von sehr weit weg gefilmt, aber auch deswegen schon ein bisschen reingezoomt. Danke dafür. Train hier, zwei hintereinander. Und der Hintermann ist erstens verdammt nah dran. Und geht dann, oder vielleicht auch deswegen, komplett vorne rüber. Das sieht echt nicht angenehm aus. Boah, ja, der war heftig. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wo wir stehen geblieben sind. Kamera hat gerade aufgehört zu recorden. Das war's von heute von den Clips. Ihr schreibt wie immer in die Kommentare, welchen ihr am geilsten fandet. Ich los dann unter den Gewinnern dieses wöchige Package aus. Und jetzt losen wir gerade noch aus, wer von der letzten Episode die Ride Gang Brille gewinnt. Und zwar mache ich das wieder mit diesem Random Comment Picker. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist. Wir können entweder das weiterhin so machen, dass einfach random einer der Kommentare gewinnt, egal wie viele Upvotes. Oder wir machen das so, dass immer der Top-Kommentar dann am Ende gewinnt. Wir machen es jetzt erstmal noch so mit dem Comment Picker, aber schreibt mal gerne in die Kommentare. Beziehungsweise jetzt können wir ja noch abstimmen, also stimmt mal hier oben ab. Lieber random oder immer der Top-Kommentar. Also machen wir so und wir checken erstmal aus, wer gewonnen hat. Gewonnen hat Philipp Brenner, dann sende ich dir diese Brille auf direktem Wege zu. Und dann war es aus diesem Video. Ihr wisst Bescheid, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr neu hier seid. Checkt den ganzen neuen Stuff im Shop ab. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schickt wieder weiterhin neue Fails ein, auf jeden Fall, für die nächste Episode. Link wieder, wie immer, erster Link in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. Ansonsten hoffe ich, dass es mit dem schlechten Wetter ganz schnell wieder vorbei ist und wir wieder Fahrrad fahren und so weiter können. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Peace.